Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und wir schauen uns heute eine Mod an, die ein richtig großes Update bekommen hat mit richtig coolen neuen Features und Funktionen. Und zwar ist das die Expanded Path and Fences Mod, die hat jetzt die Version 2.0 erreicht. Und mit dieser Version kriegen wir ganz, ganz viele neue Wege und Zäune mit auch sehr coolen Funktionen in das Spiel. Das hier sind übrigens die Standardzäune, die es aktuell so ohne Mods in Jurassic World Evolution 2 gibt. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zäune und ein Tor. Und durch die Mod bekommen wir jetzt ganz viele neue Zäune, die auch mal ein bisschen kleiner sind, was ich mega cool finde. Das hier ist jetzt der erste Zaun. Wir gehen die einfach mal alle durch, würde ich sagen. Ist halt so ein relativ kleiner Gästezaun eher mit ein paar Metallstreben. Finde ich aber richtig cool. Dann kann man halt so richtig nice Viewing Spots machen, zum Beispiel wenn man hier in die Wege geht und dann so eine Plattform machen würde für die Gäste und dann hier den Zaun entlang zieht. Das Ganze natürlich dann am besten erhöht. Aber ich glaube, dann sieht man schon ganz gut, in welche Richtung diese Zäune gehen. War jetzt hier ein bisschen sehr eckig, aber das kann man sicherlich noch ein bisschen besser machen. Aber es ist halt cool, dass man dann auch mal Zäune hat, die nicht unbedingt für die Dinosaurier sind, sondern eher für die Gäste. Ich habe mal schnell ein paar Dinos freigelassen, damit wir auch Gäste im Park haben. Dann könnt ihr nämlich auch den Größenvergleich sehen. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht direkt daneben gehen, aber vielleicht gleich hier vorne. Dann können wir einmal pausieren und dann zeige ich euch das mal. So, jetzt können wir einmal pausieren und fliegen da mal ran. Und dann kann man ganz gut sehen, der ist so perfekt, so ungefähr auf Brusthöhe. Aber die Gäste können da noch vernünftig rüberschauen. Was natürlich sehr cool ist. Sowas hatten wir halt noch gar nicht. Und das habe ich auch sehr vermisst. Aber es kommen noch viel mehr Zäune. Ich würde auch sagen, ich zeige euch die jetzt mal. Gehen die jetzt mal alle gemeinsam einmal durch. Der nächste ist nämlich auch nochmal ein kleinerer Zaun. Ist das der gleiche? Oh, das ist der gleiche, sorry. Der nächste ist der gleiche Zaun, nochmal ein bisschen größer. Aber vom Design her genau identisch. Und dann haben wir hier nochmal einen kleineren Zaun. Oh, der sieht ja auch interessant aus. Oha. Ah, der hat so eine Handrail, sag ich mal. Dass sich die Leute dann nochmal festhalten können. Ja, das ist so cool, dass man jetzt so flache Zäune hat. Wo man ein bisschen mehr von dem Zaun nimmt, wenn man das besser sieht. Das sieht schon krass aus. Gehen wir mal zum nächsten über. Da haben wir. So ein Zaun. Sieht auch cool aus. Und der nächste ist. Oh, ein Holzzaun. Das ist ja mal cool. Sowas hatten wir auch noch gar nicht. Der sieht ja mega interessant aus. Okay, das ist richtig cool. Der passt bestimmt gut in so eine kanadische Gegend. Könnte ich mir da richtig gut vorstellen. Und dann haben wir hier nochmal einen kleineren Zaun. Den können wir auch mal hier bei den Gästen platzieren, damit ihr das seht. Von der Höhe. Ja, der geht auch ungefähr auf Brusthöhe. Ich glaube, die sind alle relativ auf dieser Höhe, dass man noch genau drüber gucken kann. Und der nächste Zaun ist der in der Nummer dicker, wie es aussieht. Und noch ein bisschen Beton unten drunter. Auch sehr cool. Oh, hier hat man dann so einen klassischen Parkzaun. Den kann man sicherlich gut für so einen Parkeingang benutzen. Den kennt man ja ganz gut so aus Freizeitparks und sowas. Und der nächste ist dann nochmal ein fetter Zaun. In ein bisschen flacher, auch mit schönem Beton dran. Der sieht auch richtig cool aus. Damit kann man so coole Sachen machen. Oh, jetzt habe ich die Gäste hier ausgesperrt.
Und dann haben wir hier noch einen weiteren Zaun. Und das ist ein richtig fetter Zaun. Den kann man dann für die ganz gefährlichen Dinosaurier nehmen. Mit richtig vielen Querstreben. Und dann haben wir hier noch unsichtbare Zäune. Die kennt man ja schon. Aber das hier ist sogar nochmal eine andere Variante. Die habe ich auch schon gesehen. Das ist so eine futuristische Variante von einem realistischen unsichtbaren Zaun. In Anführungszeichen realistisch. Also hier ist dann halt so eine Verbindung mit irgendwie Strom oder sowas, die man halt nicht sieht. Aber finde ich auch eine sehr coole Idee. Und dann können halt hier die Dinosaurier auch nicht durch. Aber ich bin natürlich auch großer Fan von dem komplett unsichtbaren. Damit kann man ja so viel machen. Das ist dieser hier. Und da haben wir auch noch eine Markt Invisible Wall. Also der Unterschied ist ja übrigens, die Invisible Wall hier macht nicht das Gras weg. Also hier seht ihr nichts. Wenn ihr die Markt Invisible Wall nehmt, dann macht er hier auch das Gras weg. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Und dann haben wir sogar noch drei Besuchertore, was auch mega cool ist. Da können die Besucher auch durchgehen. Das sind so die Standardtore, die man halt hat. Und da kann man dann die Wege durchführen. Und jetzt kann man nämlich das Tor soweit öffnen. Und dann könnte ich hier mal das wegmachen. Und dann laufen die da gleich auch durch. Das kann man natürlich auch hier mit den anderen Toren machen. Das funktioniert soweit auch. So, da kann man halt überall die Wege durchführen. Und dann können die Besucher auch durch ein Jurassic Park Tor laufen, um in den Park zu gelangen. Da seht ihr es auch, also die können da ganz normal durchlaufen. Bei den anderen Toren funktioniert das natürlich auch. Hier habt ihr jetzt nochmal eine Übersicht von allen Zäunen. Es sind wirklich sehr viele verschiedene. Und die meisten davon sind relativ klein von der Höhe. Oder niedrig von der Höhe eher gesagt. Was ich auch sehr gut finde, weil das ist genau das, was im Spiel mega gefehlt hat. Und hier hinter sind auch noch zwei unsichtbare Zäune. Und dann kommen noch diese drei Tore ins Spiel durch die Mod. Das sind halt die Besuchertore, die ich euch gerade gezeigt hatte. Übrigens, wenn ihr diese unsichtbaren Zäune habt, die könnt ihr auch ganz normal entfernen mit dem Tool. So, das funktioniert alles einwandfrei. Aber Leute, das war noch nicht alles, denn es gibt auch noch ganz viele neue Wege, die ins Spiel kommen durch die Mod. Dann wäre als allererstes einmal so einen Dirtweg mit Baumstämmen. Kennt man ja auch aus Planet Zoo. Finde ich auch mega cool. Da gibt es dann auch drei verschiedene Breiten. Gibt es eigentlich bei jedem Weg. Also da muss ich euch, glaube ich, nicht immer alle Breiten zeigen. So, das sind die drei verschiedenen Breiten. Die wird es dann bei jedem Weg geben, den ich euch gleich zeigen werde. Ich zeige euch dann immer einfach die mittlere Variante, würde ich sagen. Da könnt ihr auch dann ganz normal drauf laufen. Können wir auch einmal testen. Funktioniert halt wie ein normaler Weg. Sieht aber optisch echt cool aus. Und dann gehen wir mal zum nächsten Weg über. Das ist der Light Path. Das ist auch ein Dirtweg mit diesen Lampen an den Seiten links und rechts. Der ist dann auch schön bei Nacht beleuchtet. Dann haben wir als nächstes den Dirt Path. Das ist einfach so ein Dirtweg komplett ohne irgendwelche Seitenmarkierungen. Also keine Baumstämme und keine Lichter. Und dann kommt als nächstes der Invisible Path. Der ist komplett unsichtbar. Der entfernt hier, glaube ich, auch gar nichts an Bäumen und Gras. Also da kann man komplett überall das Ganze langführen, ohne dass da was verschwindet. Ich glaube, man kann damit sogar durch Wasser. Ah, tatsächlich. Also man kann damit auch einfach durch Wasser gehen. Und entfernen kann man das natürlich auch. Also man sieht die dann trotzdem, die Wege. Das macht da keinerlei Probleme. Und dann haben wir als nächstes hier den Viewing Path. Den habe ich tatsächlich noch nicht ganz ausprobiert. Also ich weiß nicht genau, was der macht. Aber ich glaube, dass der eventuell hier
die Besucher oder den Besuchern so eine Viewing-Möglichkeit gibt. Wir können ja mal hier auf die Ansicht gehen. Und dann, wo ist denn das? Da. Tatsächlich. Schaut mal. Warte mal, ich mach das mal weg. Und dann kann man sehen, dieser Weg gibt den Besuchern halt wirklich eine Möglichkeit, dann von diesem Weg aus die Dinosaurier zu beobachten. Finde ich mega cool. Habe ich mir schon ewig gewünscht bei dem Spiel. Da macht es auch mal Sinn, dass man den Weg direkt an den Zaun macht. Ansonsten war das ja immer einfach nur so eine Optik-Sache. Es hat halt gar keine Funktion gehabt. Und so erfüllt es endlich ja auch einen Zweck, wo die Besucher dann wirklich da durchgucken können. Dann haben wir hier noch Path-Through-Wege. Das sind Wege, die kann man zum Beispiel durch Strecken führen und durch Wasser und sowas. Und das Wasser verschwindet nicht. Wenn ich hier den normalen Weg nehmen würde, würde halt das Wasser verschwinden. Und mit diesen Wegen funktioniert das Ganze auch so. Und die Besucher würden dann auch dort durchlaufen. Auch in allen drei Farben. Dann haben wir den auch noch mit den Baumstämmen. Das funktioniert auch alles. Und dann haben wir den auch noch mit den Lichtern. Und dann haben wir auch noch neue Möglichkeiten, wenn wir dann eine Tourstrecke bauen. Für jetzt eine Jurassic Tour oder eine Gyros Fernfahrt. Da können wir nämlich jetzt zum Beispiel auch unbeleuchtete Strecken nehmen. Das sind jetzt keine Lampen. Das ist die Standardstrecke, da sind immer Lampen. Und dann gibt es da auch noch diese Strecken, die man überall durchführen kann. Das heißt, da könnte ich auch jetzt hier durchbauen oder durchs Wasser bauen. Und da verschwindet nichts, wenn ich jetzt hier den normalen Weg nehme. Habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Dann verschwindet das Ganze. Und das Coole ist, dadurch, dass man diese Strecken hat, die halt das Wasser zum Beispiel nicht wegmachen, kann man dann auch die Jeeps und Touren schön durchs Wasser führen. Und sie fährt jetzt einfach hier in das Wasser rein. Das ist natürlich optisch auch nochmal richtig cool. Werden die einmal schön gebadet, die Gäste. Also diese Mod bringt wieder so viele coole neue Funktionen in das Spiel. Das muss man echt sagen. So viele neue Wege, so viele neue Zäune. Und dann auch noch hier die Möglichkeiten. Die Mod ist übrigens mal wieder von Kai Odenik. Der macht ja sowieso immer mit die besten Mods von Jurassic World Evolution 2. Sein YouTube-Kanal und sowas ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich auch der Link zum Mod ist unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.